Ja, wie ihr vor der Pause, glaube ich, schon mitbekommen habt, arbeitet die digitale Gesellschaft an einer sogenannten Datenschutzinitiative. Da ging es, glaube ich, vor der Pause mehr um das Campaigning. Jetzt geht es ein bisschen mehr um den rechtlichen Hintergrund dafür. Anna Walter ist hier. Sie wird uns etwas darüber erzählen. Sie studiert Recht an der Universität Zürich und ihr Masterarbeitsthema oder Gebiet ist ganz genau das, was wir uns auch überlegen, nämlich was ist ein zeitgemäßer und selbstbestimmter Datenschutz? Ja, und studieren ist für sie noch nicht genug. Sie ist nämlich auch bereits noch Legal Counsel bei der DigiGIS, also bei uns, und arbeitet auch in diesem Bereich an dem Thema. Sie weiß Bescheid. Danke vielmals, bist du hier und erzählst uns etwas über den selbstbestimmten, zeitgemäßen und selbstbestimmten Datenschutz, den wir hoffentlich bald haben werden in der Schweiz. Ja, herzlich willkommen zu meiner Präsentation zur Datenschutzinitiative. In meiner heutigen Präsentation soll es darum gehen, wie lautet die aktuelle Regelung, also wie ist der Datenschutz in der Bundesverfassung heute geregelt, was sagt der Wortlaut, was sagt die Rechtsprechung und was sagt die Lehre dazu. Dann, wie steht die Regelung in der Schweiz in einem internationalen Vergleich. Und dann, was ändert sich mit der Datenschutzinitiative und was bedeutet die Änderung konkret? Und zuletzt noch, was ist eigentlich unsere Vision? Heute steht in Artikel 13 der BV unter dem Titel Schutz der Privatsphäre in Absatz 2. Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Mit der Initiative wollen wir weg von diesem Missbrauchsparadigma hin zu einem umfassenden Datenschutz. Also weg vom Schutz vor Missbrauch der persönlichen Daten hin zu jede Person hat Anspruch auf Schutz ihrer persönlichen Daten. Damit soll sich jede Person darauf verlassen können, dass ihre Daten sicher bearbeitet werden und Datenbearbeitung keinen negativen Einfluss auf sie hat. Wir wollen einen wirksamen Datenschutz, der eine verstärkte Selbstbestimmung der BürgerInnen mit sich bringt und eine verstärkte Verpflichtung der Datenbearbeitenden, die Interessen der betroffenen Personen zu wahren. Damit soll also ein selbstbestimmter und zeitgemäßer Datenschutz entstehen. Betroffene sollen besser geschützt werden und somit soll das Vertrauen in die Datenbearbeitung gestärkt werden bei der Bevölkerung, weil wir der Meinung sind, dass Datennutzung und Datenbearbeitung und Datenschutz kein Widerspruch sind, sondern einander bedingen. Jetzt aber, was heißt dieses Missbrauchsparadigma, das wir heute in der BV haben, überhaupt konkret? Heute in der Schweiz ist jede Datenbearbeitung durch Private grundsätzlich erlaubt. Eine Datenbearbeitung ist einfach jeder Umgang mit Daten. Die Datenbearbeitung ist also grundsätzlich erlaubt, außer es liegt ein Missbrauch vor. Ein Missbrauch kann zum Beispiel in einer Persönlichkeitsverletzung liegen oder wenn die Daten entgegen den Datenbearbeitungsgrundsätzen bearbeitet werden. Dieser Missbrauch oder zum Beispiel diese Persönlichkeitsverletzung kann dann aber wieder gerechtfertigt werden durch einen sogenannten Rechtfertigungsgrund. Das kann eine Einwilligung sein der betroffenen Person, aber auch ein überwiegendes privates und öffentliches Interesse oder eine gesetzliche Grundlage. Es ist aber eben doch nicht ganz jede Datenbearbeitung grundsätzlich erlaubt, sondern gewisse brauchen von Anfang an eine ausdrückliche Einwilligung, zum Beispiel die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten oder auch ein Profiling mit hohem Risiko durch Private. Das zeigt aber auch, dass in der Schweiz heute ein Profiling grundsätzlich keine Einwilligung braucht, sondern nur Profiling mit hohem Risiko. Das Ganze sieht etwas unübersichtlich aus und so ist es auch in der Realität. Das Ganze schafft Unsicherheit bei Betroffenen und bei Datenbearbeitenden, also zum Beispiel Unternehmen, weil undurchsichtig ist, wann jetzt genau eine Datenbearbeitung grundsätzlich erlaubt ist, wann ein Missbrauch vorliegt, wann eine Rechtfertigung gegeben ist und wann es eben schon zu Beginn eine Einwilligung braucht, damit die Datenbearbeitung überhaupt erlaubt ist. Im Unterschied zur Schweiz kennt die EU ein solches Missbrauchsparadigma nicht.
Dort braucht jede Datenbearbeitung von Anfang an einen Rechtfertigungsgrund, also zum Beispiel eine Einwilligung, eine rechtliche Verpflichtung oder ein öffentliches Interesse. Und natürlich müssen auch dort die Bearbeitungsgrundsätze eingehalten sein. Erst wenn das erfüllt ist, ist eine Datenbearbeitung überhaupt erlaubt. Im Unterschied zur EU kennt die Schweiz außerdem faktisch kein Koppelungsverbot. Das heißt, eine Einwilligung in Nutzung von Daten für zum Beispiel Werbezwecke darf nicht mit der Leistung aus einem Vertrag gekoppelt sein, sondern muss eben separat eingewilligt werden. Solch ein Koppelungsverbot gibt es in der Schweiz faktisch nicht und auch kein einfach wahrzunehmendes Widerspruchsrecht, wenn man mal eine Einwilligung gegeben hat. Also wenn man eine Einwilligung in eine Datenbearbeitung gegeben hat, dann braucht es in der Schweiz ein schutzwürdiges Interesse, dass man dieser Einwilligung wieder widersprechen kann. Wir sind der Meinung, dass es für Unternehmen und für die Datenbearbeitenden und Betroffenen möglichst einfach sein muss und klar und ersichtlich, wann man Daten bearbeiten darf. Das Missbrauchsparadigma aber, wie in der Botschaft steht zur BV, der Schutz vor Missbrauch wird durch Einsichts- und Berichtigungsrechte der betroffenen Personen sichergestellt. Zusammengefasst heißt das also nochmals, die Betroffenen müssen selber tätig werden. Die Beweislast des Missbrauchs liegt bei den Betroffenen und eigentlich kann man erst tätig werden, wenn der Missbrauch schon geschehen ist. Weshalb dieses Missbrauchsparadigma so in der BV steht, ist nicht ganz klar und geht auch aus der Botschaft nicht heraus. Dass dieses Missbrauchsparadigma etwas schräg in der BV steht, zeigt sich an dieser Folie recht gut. Man sieht hier, dass eigentlich jedes andere Grundrecht einfach gewährleistet ist. Es heißt, das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet, die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet, die Meinungsfreiheit ist gewährleistet und so weiter. Es ist völlig klar, dass man Grundrechte einschränken kann. Dafür gibt es aber Artikel 36 BV, der die Voraussetzungen regelt, wann ein Grundrecht eingeschränkt werden kann. Dass man aber im Grundrecht selber schon eine Einschränkung macht, also diesen Missbrauch, wie das da in Artikel 13 Absatz 2 beim Datenschutz ist völlig untypisch und steht hier so ganz quer in der BV drin. Damit ist für uns klar, dass dieser Missbrauch aus dem Grundrecht gestrichen werden muss. Auch wenn man die verschiedenen Sprachversionen der BV anschaut, zeigt sich, dass alles etwas unklar ist. Also wenn man die deutsche Version anschaut, dann sieht man, dass da von einem Anspruch gesprochen wird, während in der französischen und italienischen Version ein Recht auf Datenschutz besteht. Und auch in der deutschen Version wird eigentlich der Schutz der Daten geschützt und in der französischen und italienischen Version eigentlich der Schutz der Person nach dem Wortlaut. Faktisch spielt das nicht wirklich eine Rolle und ist eigentlich egal, aber es spricht doch nicht ganz für die Präzision der jetzigen Regelung. Wie sieht es im Datenschutzgesetz aus? Das Datenschutzgesetz widerspiegelt ganz einfach das Missbrauchsparadigma in der BV. Also auch nach dem Datenschutzgesetz bedarf es keine Rechtfertigung für die Bearbeitung von Personendaten, solange keine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, also solange kein Missbrauch vorliegt. Ganz wichtig, auch mit der Änderung, also mit dem revidierten DSG, das im Herbst 2023 in Kraft tritt, wird sich daran nichts ändern. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil, wenn die Initiative zur Abstimmung kommt, das revidierte DSG sicher schon in Kraft sein wird. In der Botschaft zum DSG steht, das DSG konkretisiert auf Gesetzesebene das in Artikel 13 Absatz 2 BV festgehaltene Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Jetzt, was heißt dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung und weshalb steht hier in der Botschaft, dass das in Artikel 13 Absatz 2 festgehalten ist, wenn wir doch gerade gesehen haben, dass dort eigentlich nur der Missbrauch geschützt ist? Informationelle Selbstbestimmung ist das Recht darauf, dass jede Person gegenüber fremder, staatlicher oder privater Bearbeitung und Speicherung von sie betreffenden Informationen bestimmen können muss, ob und zu welchem Zweck diese Informationen über sie bearbeitet und gespeichert werden. Das Bundesgericht anerkennt ein solches Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Man sieht hier zwei Beispiele, zwei Bundesgerichtsentscheide, wo das Bundesgericht von einem verfassungsmäßig geschützten Recht auf informationelle Selbstbestimmung
und von einem grundrechtlichen Anspruch auf informationelle Selbstbestimmung schreibt. Was hier noch spannend zu sehen ist, dass einmal das Bundesgericht die informationelle Selbstbestimmung aus Artikel 13 Absatz 2 BV, also aus unserem Artikel, ableitet und dem Artikel 8 Ziffer 1 EMRK, das ist dem Persönlichkeitsschutz aus dem Europäischen Menschenrechtskonvention, und im zweiten Entscheid aus Artikel 10 Absatz 2 BV und Artikel 13 Absatz 2 BV. Vielleicht zeigt sich auch hier eine gewisse Grundunsicherheit gegenüber dem Konzept informationelle Selbstbestimmung. Die Lehre oder zumindest ein großer Teil der Lehre anerkennt grundsätzlich ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Man muss hier aber auch betonen, dass die Lehre in der Schweiz nicht sehr breit dazu ist. Sie sagt aber auch, dass der Wortlaut in Artikel 13 Absatz 2 BV zu eng ist, also dass der Missbrauch zu eng ist und dass da eben noch mehr darunter fällt. Gleichzeitig wird aber auch kritisiert, dass die informationelle Selbstbestimmung ohne Grundlage in der BV angewendet wird, weil auch wenn in der Botschaft zur BV zum DSG steht, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus der Bundesverfassung abgeleitet wird, steht in der Bundesverfassung einfach nichts dazu. Außerdem ist auch ein großer Teil der Lehre der Meinung, dass die informationelle Selbstbestimmung einfach kein umsetzbares Konzept ist, weil wie beim Missbrauch liegt erstens die Verantwortung wieder bei den Betroffenen zu handeln und außerdem ist auch bei der allgegenwärtigen Datenbearbeitung kaum möglich, diese selbst zu kontrollieren und eine Illusion. Um die informationelle Selbstbestimmung und den Datenschutz genauer in der BV zu regeln, gab es auch schon einige parlamentarische Initiativen, die etwas dazu ändern wollten. Die wurden allerdings alle zum Teil knapp abgeschrieben. Außer die letzte von Wenderhahn, die möchte ein Recht auf digitale Unversehrtheit einführen in der BV, die ist aber noch sehr neu. Und ähnliche Beschreibungen sind gerade auch im Kanton Genf zugange. Dort soll auch in der Verfassung ein Recht auf digitale Unversehrtheit, also gleich wie bei Wenderhahn, eingeführt werden. Wie sieht das Ganze in einem internationalen Vergleich aus? Das Bundesverfassungsgericht von Deutschland hat in dem sogenannten Volkszählungsentscheid 1983 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zum ersten Mal erwähnt. Von dort hat die Schweiz das dann auch übernommen. Es hat es aus dem Recht der Privatsphäre und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleitet, aus Artikel 2 und Artikel 1 vom Grundgesetz, also der Verfassung von Deutschland. Es zeigt sich also auch, dass in Deutschland die informationelle Selbstbestimmung nicht konkret selbst in der Verfassung steht, sondern eben auch nur aus der Privatsphäre abgeleitet wird. Wenn man in die EU schaut, sieht man, dass in der Grundrechtecharta und in der AEUV, also dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, steht, jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Man sieht also, hier steht nichts von einem Missbrauch drin, sondern einfach, jede Person hat das Recht darauf, dass ihre betroffenen personenbezogenen Daten geschützt werden. Was auch spannend zu sehen ist, dass in Artikel 8 der Grundrechtecharta dann im zweiten Absatz noch sehr konkret beschrieben wird, unter welchen Bedingungen eine Datenbearbeitung nun gemacht werden darf und welche Prinzipien dabei eingehalten werden müssen. Das wäre aber sehr untypisch, das so genau in der Bundesverfassung der Schweiz zu regeln. Die EU hat auch das DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Dort sieht man noch einmal, dass ganz explizit in Artikel 1 erwähnt wird, diese Verordnung schützt insbesondere das Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Also auch hier wird nichts von einem Missbrauch erwähnt. Im Artikel 6 sieht man noch einmal, die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist. Also das zeigt eben genau, dass in der EU eine Datenbearbeitung eine Rechtfertigung braucht, also die Bedingungen erfüllt sein müssen, während in der Schweiz mit dem DSGVO eben jede Datenbearbeitung grundsätzlich mal erlaubt ist. Die Europäische Menschenrechtskonvention hat überhaupt nichts Konkretes zum Datenschutz drin. Dort wird allerdings das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch anerkannt. Das wird einfach aus Artikel 8 aus dem allgemeinen Recht auf Privatsphäre abgeleitet.
Wir sind allerdings der Meinung, dass gerade so eine wichtige Konvention wie die EMRK auch etwas Konkreteres zum Datenschutz brauchen könnte. Der Vollständigkeit halber hier noch zwei weitere Übereinkommen, zum Beispiel das Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wo die Schweiz auch dabei ist. Jetzt, was ändert sich aber konkret mit der Datenschutzinitiative? Wir wollen, dass der Anspruch auf Schutz der persönlichen Daten vollumfängliche Gewährleistung des Grundrechts bietet und eben nicht nur der Missbrauch von Daten geschützt ist. Außerdem soll die Bearbeitung von Daten nur auf Basis einer Rechtfertigung zulässig sein und die Beweislast soll bei den Datenbearbeitenden und nicht bei den BürgerInnen liegen. Weil wenn eine Datenbearbeitung eben nicht mehr grundsätzlich erlaubt ist, dann muss die DatenbearbeiterIn beweisen, dass sie die Datenbearbeitung vornehmen durfte. Es findet also quasi eine Umkehr der Beweislast statt. Die Konsequenzen sind also eigentlich ein wirksamerer Datenschutz, verstärkte Selbstbestimmung der BürgerInnen, eine verstärkte Verpflichtung der DatenbearbeiterInnen, die Interessen der betroffenen Personen zu wahren, Vertrauen in die Datennutzung und Datenbearbeitung soll gestärkt werden, es sollen tiefere Hürden bei der Durchsetzung des Anspruchs auf den Schutz der Daten geben. Außerdem fordern wir ein Widerspruchsrecht bei Profiling und ein Koppelungsverbot. Es ist wichtig für die Datennutzung, dass ein Grundschutz da ist, der zu Vertrauen führt, damit die Datennutzung überhaupt möglich ist. Damit komme ich zu unseren Schutzzielen. Wir fordern einen selbstbestimmten und zeitgemäßen Datenschutz. Unter selbstbestimmt verstehen wir, dass jede Person selber bestimmen kann, welche Informationen über sie bearbeitet werden, die über die Notwendigkeit zur Erfüllung einer gewünschten Dienstleistung hinausgehen. Weil aber informationelle Selbstbestimmung alleine nicht reicht, müssen wir die Datenbearbeitenden in die Pflicht nehmen. Und dafür fordern wir einen zeitgemäßen Datenschutz. Darunter verstehen wir die Datenbearbeitenden, die verpflichtet sind, die Interessen der Betroffenen zu wahren, wenn die Datenbearbeitung ungewollte Folgen für sie haben können. Wir sind überzeugt, dass Datenschutz und Datennutzung nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern im Gegenteil, dass sie einander bedingen. Dass sich neue erfolgreiche Geschäftsmodelle, E-Government und digitale Demokratie nur mit dem Vertrauen der Bevölkerung schaffen lassen. Deshalb fordern wir einen selbstbestimmten und zeitgenössischen Datenschutz, weil jede Person hat Anspruch auf Schutz ihrer persönlichen Daten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Anna. Wir haben noch genug Zeit. Ich glaube, das ist auch so gewollt, weil noch ist die Datenschutzinitiative nicht unterwegs. Es würde wahrscheinlich noch Raum zur Diskussion geben. Ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, benutzt doch die beiden Mikrofone hier im Saal. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es überspitzt gesagt ein bisschen ein Angleich an die DSGVO oder an Europa, weil dort muss man erst fragen und dann darf man die Daten bearbeiten. Und bei uns ist es jetzt, man bearbeitet mal und wenn es dann einen Missbrauch gibt, dann ist dann nicht mehr gut. Ja, also im Grundsatz stimmt das. Ein Angleich an die DSGVO wird ja auch jetzt stattfinden mit dem revidierten Datenschutzgesetz. Das ist auch schon ein gewisser Angleich an die DSGVO. Nur genau in dem konkreten Punkt, was ein relativ relevanter Punkt ist, bleibt eben noch ein großer Unterschied zur DSGVO. Wir fordern aber nicht einfach nur die Umsetzung der DSGVO. Wir glauben, dass auch in der DSGVO noch viele kritische Punkte zu ändern sind, sondern wir fordern wirklich, dass das schlussendlich ist das Ziel, dass das Vertrauen in die Bevölkerung gestärkt wird. Und dazu muss man sicher sein können, dass die Datenbearbeitenden meine Interessen wahren. Ich habe gerade den Faden verloren. Sorry. Sorry. Wenn du jetzt, also du hast gesagt, mit dem Datenschutzgesetz gleichen wir uns schon ein bisschen an die DSGVO an.
Meine Frage wäre jetzt nun auch, also die Initiative würde ja die Bundesverfassung ändern. Ist dann klar, ob und wie es auch auf die Daten, auf das Datenschutzgesetz auswirkt? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns für eine Initiative entschieden, weil eine Initiative viel Raum bietet für eine Diskussion und eine breite Diskussion in der Bevölkerung, vielleicht mehr als nur eine Gesetzesänderung. Und wie sich ja jetzt hoffentlich in meinem Vortrag etwas gezeigt hat, ist die Situation in der BV einfach unklar. Dieser Missbrauch steht hier irgendwie schräg drinnen. Er wird irgendwie aber auch gar nicht so recht anerkannt. Mit der informationellen Selbstbestimmung übergeht man eigentlich sogar den Wortlaut der BV. Trotzdem wird das dann auch wieder kritisiert und trotzdem widerspiegelt sich dieses Missbrauchsparadigma im Gesetz. Deshalb sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, zuerst auf Verfassungsebene eine Grundlage zu schaffen, die auch dann den Raum öffnet für weitere Gesetzes- oder Verordnungsänderungen. Damit das Bundesgericht nicht mehr verfassungswidrig muss entscheiden im Sinn der, des Datenschutzes. Ich würde mich jetzt etwas weit aus dem Fenster lehnen, dem Bundesgericht Verfassungswidrigkeit vorwerfen, aber ja. Es war eine Anspielung darauf, dass es den selbstbestimmten Datenschutz eigentlich jetzt schon stützt, obwohl er noch in dem Sinn nicht festgeschrieben ist. Genau. Habt ihr noch Fragen? Ihr schützt alle eure Daten so sehr. Vielleicht eine Frage in eine ähnliche Richtung. Gibt es mit der jetzt vorgeschlagenen Formulierung nicht noch mehr Interpretationsspielraum? Weil wenn es dann heißt Schutz der Daten, das könnte man ja auch interpretieren, ich schütze die Daten jetzt vor der betroffenen Person, dass die zum Beispiel gar nicht mehr löschen kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das ist natürlich, öffnen wir quasi nochmal den Wortlaut. Also der Wortlaut wird weiter, ja. Und natürlich bietet das mehr Raum für Interpretation. Aber ich glaube, dass jemals zu dem Fall kommen wird, dass man die betroffene Person, also es sind ja immer noch die Daten der betroffenen Person, auch in dem Wortlaut. Also hat Anspruch auf Schutz ihrer persönlichen Daten. Aber ich habe das Gefühl, aus diesem Wortlaut, also die Person hat immer noch den Anspruch. Da kann man schlecht reininterpretieren, dass sie gar nicht mehr auf ihre Daten zurückgreifen darf. Aber es stimmt natürlich, der Wortlaut wird geöffnet. Wir glauben aber, dass das eigentlich eine gute Sache ist, weil das eben auch Raum bietet für mehr Diskussionen in der Bevölkerung, wie soll ein guter Datenschutz aussehen und was brauchen wir konkret. Danke. Vielleicht gerade noch eine Anschlussfrage. Wie würde die Initiative die anderen Sprachversionen ändern? Das haben wir noch nicht entschieden. Ich glaube, das wird dann auch das kann man dann der Kommission abgeben im Verfahren. Aber ich hoffe, dass dann dort ein Fokus darauf gelegt wird, dass das nicht mehr so widersprüchlich ist, wie es jetzt ist. Danke. Du hast auf einem Slide gezeigt, dass bei ganz vielen Artikeln diese ist gewährleistet Formulierung verwendet wird. Wäre es möglich, das auch hier zu machen? Und gibt es Gründe, wieso ihr das nicht gemacht habt? Also grundsätzlich wäre das sicher möglich, dass man irgendwie sagt, der Schutz der persönlichen Daten ist gewährleistet. Ich glaube, unser Gedanke war, dass wir es möglichst einfach ändern wollen. Und das ist wie einfach die allereinfachste Art und Weise, diese Initiative zu formulieren, ist, indem man einfach diesen Missbrauch streicht. Und das gibt schon einen ziemlich guten, Wortlaut. Natürlich könnte man das auch so machen. Ich glaube aber, dass dann eben so der Fokus auf die Person wieder fehlt. Also so wird es ja heißen, jede Person hat Anspruch auf Schutz ihrer persönlichen Daten. Wenn man dann aber sagt, einfach nur der Schutz der persönlichen Daten ist gewährleistet, wird wie auch wieder so ein bisschen der Anspruch der Person rausgenommen aus dem Wortlaut. Was vielleicht auch wieder mehr Spielraum gibt für Interpretationen, wo vielleicht gar nicht so gewollt wäre. Du hast vorher gesagt, das Streichen des Wortes Missbrauchs würde quasi auch wieder weiter öffnen. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass man in einer Bundesverfassung oder in einer Bundesinitiative nicht nur
zwei Wörter streichen kann, sondern auch mehr verlangen. Also wäre es auch möglich, dass wir mehrere Artikel der Verfassung ändern zu fordern in der Initiative? Und falls ja, was wäre da noch einer deiner Favoriten, die du gleich mit ändern würdest? Also jetzt nicht out of the topic, sondern schon ja, diese Richtung. Also ich glaube, mehrere Artikel zu ändern würde im konkreten Sinn einfach, also es würde keinen Sinn machen. Ich glaube, man muss sich auf einen konkreten Artikel stützen oder beschränken, wo man alles regelt, weil dann stellt sich viel mehr die Frage, in welchem Verhältnis stehen jetzt die verschiedenen Artikel zueinander. Die Frage, ob man aber in dem Artikel 13 Absatz 2 noch mehr reinnehmen soll, die ist nach wie vor offen und ist auch noch diskussionswürdig, ob man vielleicht trotzdem noch irgendwie mehr reinnehmen soll in diesen Artikel. Bis jetzt sind wir aber trotzdem eigentlich sehr von der sehr einfachen Initiativwortlaut, einfach der Streichung überzeugt. Aber das ist durchaus noch offen, ob da noch konkret mehr irgendwie soll reinkommen. Was sich vielleicht auch noch zeigt, die zwei anderen parlamentarischen Initiativen oder die eine parlamentarische Initiative, die regelt, die soll in Artikel 10 geregelt werden. Also dort soll die digitale Unversehrtheit geregelt werden und eben nicht der Anspruch auf Schutz der persönlichen Daten. Das ist eine andere Möglichkeit. Da muss man sich dann fragen, ist die Eingriffsschwelle dann nicht viel höher, bis man von der digitalen Unversehrtheit betroffen ist, als beim Anspruch auf Schutz der personenbezogenen Daten? Das ist eine andere Diskussion. Aber auch da stellt sich dann die Frage, wie stehen die zwei im Verhältnis? Darum würde ich es nicht in zwei verschiedenen Artikeln regeln. Also eher ein Artikel, zwei Worte streichen und allenfalls noch was dazu schreiben. Genau. Gut. Ja, bitte. Auch im Hinblick auf die Übersetzungen, gibt es juristisch einen Unterschied zwischen Anspruch und Recht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich jetzt nicht mehr so fest mit der Frage auseinandergesetzt, weil es einfach faktisch keine Rolle spielt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es da Unterschiede gibt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich in dem konkreten Beispiel, also in dem konkreten Fall, also macht es sicher keinen Unterschied, aber das ist eine Frage, der ich sicher noch nachgehen werde. Ist es auch in anderen Paragraphen oder so, kommt das vor, dass sich die Sprachversionen so sehr widersprechen? Oder ist es jetzt gerade ein für uns guter Zufall, weil wir ein zusätzliches Argument haben, an diesem Paragraph zu schreiben? Also ich würde sagen, es geht etwas weit zu sagen, dass sie sich widersprechen. Sie widersprechen sich nicht wirklich. Sie sind einfach nicht ganz eindeutig gleich. Aber das gibt es durchaus immer wieder, dass sich da kleine Änderungen, kleine Verschiebungen von Wörtern finden lassen. Und das ist aber gar nicht so nur ein Nachteil, sondern auch ein großer Vorteil der Mehrsprachigkeit der Schweiz, dass es eben mehr, man hat wie mehr Sprachversionen zum Zurückgreifen auf die Auslegung. Also wenn man die Auslegung machen muss, hat man wie mehr Quellen zum Auslegen. Ja, danke. Ich finde die Idee gut, aber mir graut etwas vor der Umsetzung, weil heißt es konkret, dass ich in einem Webshop neben den AGBs und den Newsletter noch eine Checkbox habe, wo ich halt die Bearbeitung meiner Daten erlaube. Weil wie kann ein Unternehmen das umsetzen? So gewinnen wir vermutlich das Vertrauen nicht. Da sollten wir noch gute Ideen haben, wie wir das vernünftig umsetzen können. Mhm. Ja, also das ist wahrscheinlich das Letzte, was irgendwie etwas bringen würde, wenn man einfach noch mehr Sachen anklicken muss und abklicken muss. Wobei das ja eigentlich jetzt schon Realität ist. Also auch wenn man ja eigentlich in der Schweiz nicht in Cookies einwilligen müsste, hat man das ja faktisch schon fast auf allen Webseiten, weil das einfach an die EU angepasst ist. Ich glaube, das ist sicher nicht der richtige Weg, dass man dort einfach mehr in Sachen einwilligen muss. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, wie viel wert ist dann eine Einwilligung noch, wenn man sowieso immer einfach alles anklickt und sonst die Sachen nicht nutzen kann. Aber ich glaube, genau auf das soll die Diskussion abzielen. Also wie kann man einen Datenschutz machen, dass eine Einwilligung wirklich eine Einwilligung ist, also ausdrücklich und selbstbestimmt und informiert und auch gewollt und
Gleichzeitig fordern wir aber ja, und da fällt dieses zeitgenössisch rein, mehr Verantwortung bei den Datenbearbeitenden, dass sie unsere Interessen wahren, weil mit dem gibt man vielleicht sogar ein wenig Selbstbestimmung ab, also ein wenig Einwilligung ab. Wenn ich aber sicher bin, dass meine Interessen sowieso gewahrt werden, braucht es meine Einwilligung vielleicht gar nicht so dringend nötig, weil sie eh gewahrt werden. Ich danke dir für deine gute Übersicht. Du hast einen Slide gemacht mit den Konsequenzen und da ist das Beispiel das Kopplungsverbot, das du auch ein bisschen ausgeführt hast, was das ist. Was würde es wirklich bedeuten? Welche Schritte müssen unternommen werden, bis wir das in der Schweiz auch hätten? Ein Kopplungsverbot? Ja, jetzt als Beispiel. Ja, ja, ich glaube, also heute ist das ja schon in der DSGVO geregelt, also dort ist das Kopplungsverbot ausdrücklich erwähnt und ich glaube, das müsste es in der Schweiz auch auf Gesetzesebene geben, also ausdrücklich, dass ein Kopplungsverbot verboten ist, also dass Koppelungen verboten sind, ja. Also eine Ergänzung des neuen Datenschutzgesetzes. Ja, ich glaube, das ist nur mit der Verfassungsänderung noch nicht explizit. Ich glaube, das bräuchte eine explizite Erwähnung. Merci. Vielleicht kannst du noch, doch noch etwas mehr zum Kopplungsverbot sagen, weil sage ich es mal so, wenn ich im Online-Shop etwas bestelle, dann nützt es mich eigentlich reichlich wenig, wenn ich sage, ja, dürfen nicht den Service daran knüpfen, dass ich Ihnen auch meine Adresse angebe, weil es eigentlich klar, wenn ich Ihnen nicht sage, wo ich wohne, können Sie mir das Paket am Ende nicht zuschicken. Also inwiefern oder wo würde das dann greifen oder für was für Beispiele oder ja, könnte man ein Kopplungsverbot sich vorstellen? Also es ist klar, dass es gewisse Datenbearbeitungen einfach braucht. Also das ist die Grundprämisse von allem und deshalb sagen wir auch, darum muss das Vertrauen geschützt werden, weil Daten müssen so oder so bearbeitet werden und das wäre genau ein Beispiel. Also wenn ich mir etwas nach Hause bestelle, natürlich muss ich meine Adresse angeben, aber ich will halt meine Adresse nur angeben, dass das Paket bei mir zu Hause ankommt und nicht, dass das irgendwie an Drittanbieter weitergeleitet wird. Und das Kopplungsverbot ist aber eigentlich weniger, das meint nicht konkret, dass ich irgendwie eine Angabe zu mir machen muss oder nicht machen muss, sondern das heißt wirklich eigentlich, dass wenn ich zum Beispiel irgendeine Dienstleistung nutzen möchte und dann willige ich in die ein, dass ich gleichzeitig auch einwillige, dass meine Daten für Werbezwecke genutzt werden. Also eigentlich bräuchte es wie zwei Einwilligungen, dass ich einerseits in die Datennutzung für dieses konkrete Angebot, das ich nutzen will, gemacht wird und zweitens dann zusätzlich eine Einwilligung für Werbezwecke, wenn ich das möchte. Aber dass ich eben die Leistung in Anspruch nehmen kann, auch wenn ich die Werbezwecke nicht möchte. Und das wäre eigentlich ein Beispiel für eine Frage von vorher, wie man das dann mit all den Einwilligungen macht, dass man nicht einfach noch 10 weitere Einwilligungen machen muss, wäre eigentlich ein Kopplungsverbot genauso ein Beispiel, wenn man ein Kopplungsverbot hat und ich weiß, dass meine Daten, die ich jetzt da angebe, nicht noch für weitere Werbezwecke verwendet werden, dann muss ich gar nicht weiter einwilligen, weil ich weiß, das wird eh nur für das verwendet. Ja, hier in der Mitte, du hast. Bezüglich dieser Formulierung mit ist gewährleistet, die informationelle Selbstbestimmung scheint ja ein etabliertes Konzept inzwischen zu sein. Könnte man da einfach dazu schreiben, noch die informationelle Selbstbestimmung ist gewährleistet? Das ist eine gute Frage. Also natürlich könnte man das grundsätzlich machen. Die informationelle Selbstbestimmung ist aber überhaupt nicht so unumstritten, wie das jetzt vielleicht gewirkt hat. Also es gibt sehr, sehr kritische Stimmen gegenüber der informationellen Selbstbestimmung, weil sie einerseits eben nicht festgehalten ist, aber das wird sich ja dann mit genau dem ändern, aber andererseits wirklich auch in Kritik, dass die informationelle Selbstbestimmung einfach nicht umsetzbar ist an und für sich alleine, weil man einfach unmöglich den Überblick über alle Datenbearbeitungen haben kann. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass man das nicht so festhalten sollte, weil damit trotzdem wieder die Verantwortung viel zu fest auf die betroffenen Personen geschoben wird.
Ist das so? Weil in der Definition, die du gezeigt hast, steht ja, dass die Person die Möglichkeit bekommen muss, zu bestimmen. Das heißt, sie muss wahrscheinlich auch auf die Möglichkeit hingewiesen werden. Ja, genau. Also das, ja, natürlich muss sie auf die Möglichkeit hingewiesen werden. Aber dann stellt sich ja in der Realität dann trotzdem immer die Frage, auf welche Art und Weise wird sie darauf hingewiesen. Und also man kann faktisch ja irgendwas in welche AGBs verpacken und wir wissen alle, wie wenig die gelesen werden. Und schlussendlich muss aber trotzdem die Person ihre Rechte selber wahrnehmen. Also sie muss trotzdem selber dann bestimmen, ob jetzt das rechtmäßig war oder nicht, die Datenbearbeitung, und ob sie jetzt dagegen was unternehmen will oder nicht, statt einen Grundschutz, der einfach, wie zum Beispiel ein Kopplungsverbot, einfach mir das gewährleistet, ohne dass ich eben selber dann nachschauen muss, ob jetzt das rechtmäßig bearbeitet wird oder nicht. Das Mikrofon am Rand. Ich hatte eine Frage zur Einordnung der Strenge sozusagen, die neu vorhanden wäre in der Verfassung. Ist es so, dass die analoge Bestimmung in der EU-Charta und im DSGVO, sind das die strengsten aktuell, die man weltweit finden kann, und oder die weitestgehenden? Und oder gibt es da irgendwie Staaten, die noch weitergehen? Mhm. Also ich kenne mich dann so im außereuropäischen Bereich nicht mehr so gut aus. Im Vergleich zu USA ist das definitiv sehr viel strenger. Und die EU mit der Grundrechtecharta ist aber schon sehr fortschreitend, was den Datenschutz angeht. Ich glaube aber, dass bei der Verfassung, die in Chile zustande hätte kommen sollen, dass dort auch sehr konkret geregelt worden wäre, also sehr konkrete Bearbeitungsgrundsätze und Bedingungen für Datenschutz, wo auch sehr, sehr weit gegangen wären, wahrscheinlich weiter als die DSGVO. Aber sonst kenne ich mich dann außereuropäisch nicht mehr so aus. Danke. Ja, gerne. Besten Dank. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist deine Masterarbeit, die du gerade schreibst und hier vorstellst. Nein, also das ist einfach wirklich nur die Datenschutzinitiative, aber meine Masterarbeit handelt auch um die Frage, wie soll ein guter Datenschutz aussehen und vor allem, was ist eigentlich die Grundlage von unserem Datenschutz, also welchem Konzept liegt unser Datenschutz zugrunde? Das ist eigentlich die Frage meiner Masterarbeit. Also trotzdem sehr, sehr cooles Thema und herzlichen Dank, dass du auch hier dieses Thema vorstellst. Und ich nehme jetzt mal an, du hast ja vorher auch gesagt, wenn die Datenschutzinitiative angenommen wird, bis dann wird das neue DSG in Kraft sein. Und wir haben jetzt auch herausgehört, wenn dieser Paradigmenwechsel zunächst in der BV stattfindet, das findet dann noch nicht sofort auf private Anwendung. Hast du dich vielleicht im Rahmen jetzt deiner Masterarbeit oder auch mit dieser Präsentation damit auseinandergesetzt, wie könnten wir es in der Schweiz eben besser machen als mit der DSGVO, dass wir eben einen selbstbestimmteren Datenschutz haben, aber eben genau Fehler vermeiden, wie dass wir überall womöglich Cookie-Banners, die nur die Leute mehr nerven und vom Datenschutz abschrecken, anstatt dass sie eigentlich Vertrauen erzeugen? Mhm. Also für das ist es ja eigentlich gut, dass die DSGVO uns da schon einen Schritt weiter ist, weil wir einfach auch aus den Fehlern oder den Konzepten lernen können, die eben so nicht genau funktionieren. Ich habe jetzt aber konkret auch keinen Vorschlag, wie man das dann auf quasi nicht mehr rechtlicher Ebene, sondern dann auf faktischer Ebene umsetzen muss, wie das dann wirklich aussieht, wenn man irgendwie auf einer Webseite ist. Das übersteigt, glaube ich, meine Kompetenzen. Aber dass sich da etwas ändern muss und dass der Datenschutz eben weder abschreckend sein soll für die Bearbeitenden noch für die Betroffenen, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Also trotzdem herzlichen Dank für die Präsentation und weiterhin viel Erfolg bei der Masterarbeit. Danke. Noch weitere Fragen? Sonst lassen wir dich eine Minute früher. Juristinnen lassen sich ja nicht so gerne auch die Äste raus und dann bist du wahrscheinlich ganz froh, wenn du nicht weiter gelöchert wirst. Hier geht es nach den zwei zusätzlichen Pausenminuten weiter mit Chancen und Risiken von Gesichtserkennung durch polizeiliche Stellen in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob es viele Chancen gibt, aber sicher Risiken. Aber das werden wir ja gleich hier hören. Um 19 Uhr geht es hier weiter mit diesem Thema. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Und danke nochmals, Anna, für deinen Vortrag und auch das geduldige Beantworten aller unserer Fragen.
Thank you.